Herzlich willkommen, hier ist Remo Rittiner. Gib dein Bestes, über das möchte ich heute reden. Denn nur wenn du das Beste gibst, kommt auch das Beste heraus. Und wenn wir das Beste wirklich geben, dann ist es wichtig, auch aus der Komfortzone rauszugeben. Auch mal dahin zu gehen, was vielleicht unangenehm ist, vielleicht sogar etwas sich unheimlich anfühlt. Ja, Mut, es braucht Mut, aus der Komfortzone herauszugehen. Und alle reden heute darüber, aber tun, geh einfach, wag den Sprung und zeig dich und gib wirklich dein Bestes. Gib dich auf im Tun, gib dich hin im Tun, werde eins und verschmelze einfach mit dem, was du tust. Brenne für das, was du tust und gib dich mit ganzem Herzen hin, denn nur wenn du mit ganzem Herzen dabei bist, kannst du dein Volles geben, voll dabei sein, dich quasi verschenken, ohne zurückzuhalten, einfach ganz bewusst die Energie geben und dabei wichtig zu spüren, ob du über deine Grenzen gehst oder ob das passt. Denn wenn du dein Bestes gibst, ist es wichtig, dass du dich nicht überforderst. Genau die richtige Herausforderung finden, die genau die richtige Maß. Ich nenne das die glückliche Anstrengung. So soll auch Spaß machen, es soll leicht sein. Und wenn du dich wirklich glücklich anstrengst, dann kannst du dein Bestes geben. Wenn du in der Balance bist und wenn du leicht bist und fröhlich bist. Und Spaß machen ist immer auch hilfreich. Lachen, du darfst auch über dich lachen. Denn wenn du dich humorvoll nimmst, kannst du viel mehr erreichen. Du hast viel mehr Energie, wenn du lustig unterwegs bist, mal lachst, hallo, mal ein bisschen lustig bist und wenn du authentisch bist. Gib dein Bestes, denn du bist einzigartig. Und wenn du dein Bestes gibst, dann ist so vieles möglich, was du vielleicht jetzt gar nicht glauben kannst. Glaub an dich, gib dein Bestes, denn du hast es verdient, erfolgreich zu sein und glücklich zu sein. Wenn du das inspirierend fandest, motivierend fandest, dann like es, teile es, schreib mir einen Kommentar, denn ich freue mich, mit dir im Kontakt zu sein. Dieser YouTube-Kanal, da gebe ich mein Bestes, andere Menschen zu inspirieren, zu motivieren. War schön, dich heute zu sehen. Danke für deine Zeit und viel Spaß beim Besten, die beste Version von dir.